Moinsen, liebe Leute, zu einer neuen Moinsen, Moinsen, hi. Willkommen zu einer Folge von Let's Play Factorio, ja. Wir kümmern uns mal ein bisschen darum, unsere Mauer zu bauen, beziehungsweise unsere Gebiete etwas zu erweitern. Eigentlich können wir hier auch zum Teil mal hier durchgehen und da mal solche Lasertürme einsammeln, aber habe ich jetzt eigentlich auch keinen Bock zu. Aber könnte man machen, angesichts unserer kleinen Not bzw. unseres kleinen Mangels. Aber es gibt Schlimmeres, ne? Gut, ich ziehe die Mauer jetzt aber schon mal komplett durch, einfach weil ich es kann. Ja, dann können wir vielleicht mal unseren Zwischenspeicher an erneuerbaren Energien-Stuff mal leer machen quasi. Also vor allem die volle Akkukiste, an die ich gerade so denke, ne? Gut, dann bauen wir einfach mal von der anderen Seite schon mal die Strommasten auf. Hallo Zug. Aber naja, ich denke mal. Dass das Ganze hier ganz gut funktionieren wird, auch da mit dem Ölvorkommen. Wir haben ja sogar zwei Ölvorkommen hier drin und wir haben ja gerade auch eine kleine Ölkreises mal wieder. Ja, das kommt dazu. Man baut da einfach so eine neue große Produktion auf und dann meint sich so, ja, nie wieder Probleme haben. Aber allgemein ist es nie wieder Problem mit irgendwas zu haben, ist in diesem Spiel einfach eine fucking Lüge. Außer bei Kohle. Ja gut, vielleicht ein bisschen auch bei Kohle, aber nicht so sehr. Bei Stein eigentlich auch nicht so sehr, aber gerade was so Energie angeht und was Platz angeht. Und vielleicht noch so ein bisschen Eisen und Kupfer, aber das hält sich ja eigentlich mittlerweile auch in Grenzen. Wir bauen jetzt ja nicht mehr gerade so fette Sachen auf, das so extrem viel verbrauchen würden. Naja gut, das ist aber schon fast fertig jetzt hier, ne? Das Einzige, was halt noch ein bisschen fehlt, sind halt hier die Dinger, aber gut. Lol, die Karte ist am Arsch. Nein, doch nicht. Das sieht man aber nicht, weil es so dünn ist oder was. Sieht ja nicht die Mauer. Naja, egal. Wir haben außerdem noch ein paar Radarschirme dabei. Die können wir auch nochmal unten verteilen. Ich glaube mal, da oben sollte ja noch einer sein irgendwo. An der Grenze dort. Ne, da ist keiner, dann stelle ich hier nochmal mit so einen auf. Und dann wird unten auch nochmal einer, dann kann ich hier nochmal ein paar neue gleich anfordern. Weil das ist immer gut, dass man ja alles ein bisschen dann auch im Blick hat, auch wenn man nicht in der Nähe ist. Und außerdem wird da gleichzeitig noch ein bisschen erforscht, also eine Win-Win-Situation sozusagen. Beziehungsweise einfach was, was einfach gleich mehrere Vorteile mit sich bringt. Oder mehrere Einsatzzwecke erfüllt oder was weiß ich. Ja, gut, da in der Mitte ist immer noch so ein kleines Loch. Das heißt, wir bauen mal hier noch mit einem in der Mitte so auf. Und dann nochmal da drüben bei dem. Ja, drüben halt noch irgendwo ein. Weil das ist ein bisschen doof, weil dann merkt man eventuell nicht, wenn man da was kaputt geht oder sowas. Und jetzt sollte das hoffentlich passen. Da wird ja auch eventuell noch ein bisschen neues Terrain erforscht. Gut, dann haben wir das schon mal soweit abgegrenzt. Fehlt halt eben, wie gesagt, nur noch die Läden Laserverteidigung. Ja gut, auch wenn man jetzt natürlich sowas eigentlich mal komplett eigentlich abreißen könnte, ne, aber ja gut, hier mal solche nehme ich jetzt ja mit, weil die sind jetzt ja nicht mehr so sehr gefordert, dass man jetzt so eine zweite Reihe bräuchte. Oh nein. Could you please, please fucking not. Oh scheiße, es ist ein Durchbruch.
ein fucking Durchbruch, ne? Warum? Ach, kacke, wir haben unten gar keine Laserverteidigung stehen, sehe ich gerade. Außer die zwei da mal, aber... Jo, warum sind denn keine Laserverteidigung? Das ist natürlich mal... höchst kriminell. Damn. Ja, und die da drüben, die werden halt mal direkt, kastriert, sag ich jetzt einfach mal. Gut, so. Ja, da wären zwei Lasertürme benötigt. Schön, gut, toll. Jetzt mal. Ja, hier fehlen anscheinend auch noch Lasertürme. Also wir haben massivsten Laserturm-Mangel. Mal gucken. Nein, er guckt gerade keinen Zug. Gut. Ja, also ist natürlich die Frage, was dringender ist. Die Zugstrecke oder das da unten? Eigentlich ist beides dringend. Und das ist das Problem an der Sache. Und ist auch einer, der beschädigt ist. Also dann müssen wir hier ein paar mitnehmen einfach. Halt hier so Doppelrei, das macht jetzt hier nicht mehr so viel Sinn. Auch hier dünne ich jetzt mal so ein bisschen aus. Weil hier macht es eigentlich, hier werden wahrscheinlich sowieso nie Aliens ankommen. Ja gut, da lasse ich es mal noch wieder. Gut, 35 neu haben wir da mal ganz kurz uns gegönnt. Die werden erstmal da drüben erstmal mit aufgebaut. Weil da ist es, glaube ich, jetzt ein bisschen dringender, wie man jetzt gerade gesehen hat. Naja, was soll ich tun, ne? Was soll ich tun? Schnüff, schnüff. Ich glaube, es ist schon der dritte Durchbruch oder sowas insgesamt in unserer Geschichte. Wir haben mittlerweile, glaube ich, schon circa 30 Stunden in dem Spiel. Also ist eigentlich noch ganz okay, würde ich mal sagen. Ah, hier unten ist halt immer noch so ein Bereich, ne? Das hier hinten kürze ich jetzt ja auch einfach nochmal ein bisschen. Da vorne lasse ich nochmal ein paar stehen. Okay, dann füge ich jetzt hier nochmal ein paar hinzu. Die einfach so ein bisschen die Stellung halten können. Für den Fall der Fälle einfach mal. Das ist da, glaube ich, macht es am ersten, weil hier haben wir immer noch keine geschlossene Mauer, ne? Ja, gut, das ist ja immer noch so eine kleine Lücke, aber es ist schon mal recht vollständig, weil da drüben warten die gerade schon wieder, ne? Das ist, ungut. Dann guck ich mal, wo die ungefähr warten. Die warten so auf der Höhe hier. Und dann machen wir mal hier auch noch mal ein bisschen mehr hin. Ja, nee, halt da oben hin. Kommt hier einfach noch mal. Zwei Stück. Okay. Dann natürlich, dass hier auch überall schön repariert werden kann. Wir können jetzt auch das hier wieder eigentlich aufbauen, weil ich glaube, so der Platz, wo die überall kaputt gegangen sind, ist jetzt relativ safe wieder. Und dann kann das ja auch wieder zusammengeführt werden. Wird dann auch auf lange Sicht eher mehr Sinn machen, dann auch so. Oder überhaupt Sinn machen. Gut, dann ist das ja wieder aufgebaut. Die Verbindung steht. Again. Alter, hier sind fast alle gerade. Fast alle Öfen sind hier gerade am machen. Nee, hier oben nicht, weil hier. Rückstauen, nice. Ja gut, es wird immer noch ziemlich gut entladen, aber es ist schon mal Rückstau da. Und zwar nicht gerade wenig anscheinend. Hier runter zu staut es auch schon ziemlich gut.
Müsste natürlich nochmal in die Produktionsstatistik gucken. Ja, gut, ist gerade gar nicht mehr so viel. Wahrscheinlich halt eben in dem Rückstau. Da ist natürlich dann hier vielleicht auch mal bald interessant, hier nochmal eine dritte Eisenlinie zu verlegen, um hier noch mehr Eisen hier ranzubringen. Aber ja, hier, wenn das mal voll ist da, dann mache ich mir da eh keine Sorgen mehr über irgendwas. Aber nur zwei, das ist echt schon wenig. Das ist echt scheiße, ne? Ja, dann müssen wir uns jetzt dringend darum kümmern, dass wir da wieder mehr Öl an den Start kriegen. Das ist jetzt eigentlich Number One Priority. Da gibt es ja was, ein bisschen so vier Stück. Da halt auch, aber das wird dann wieder Umweltverschmutzung vielleicht produzieren, die dann da schon wieder Aliens unlockt, was nicht so gut wäre. Oh, hat da unten, die werden natürlich jetzt auch schon wieder alle getriggert gleich. Naja. Hier breitet sich die Set ja aus, auch wenn hier nicht so viel eigentlich ist, aber ja gut, da halt wieder und dann hier unten, aber da, dann mit den Solarpanels, die fangen die Verschmutzung halt auch nicht so gut auf, ne? Das macht Wald und sowas schon deutlich besser. Ja, da brauchen wir jetzt natürlich hier wieder ein paar hiervon, da mache ich mal gleich mal alle. Und Rohre haben wir wahrscheinlich sogar noch dabei, ein paar. Ja, haben wir. Aber nicht genug, sage ich jetzt mal. Oha, da kommt schon ein bisschen Eisen hier gerade an. Da stellen wir uns aber mal. Nee, wir machen es jetzt. Wir machen es mal ganz gut. Wir haben doch hier so ein doppeltes Eisenband, oder nicht? Alter. Ah, geil. Oh, ich bin jetzt schon feucht geworden, kurz. Eigentlich müsste man Rohre und unterirdische Rohre auch mal automatisieren. Das wäre nicht auch nochmal so eine Sache, ne? Naja. Naja. Gut, mal schauen. Jetzt haben wir eigentlich ja genug Eisen für sowas, ne? Oh, so eine ganze fette Kiste, Stahlkiste voll mit unterirdischen Eisenrohren und normalen Eisenrohren. Das wäre halt schon mal der Dream quasi, der feuchte Dream. Ja, gut, kommt schon. Roboter. Assemble. Roboter Forces. Please. Okay, wir können auch mal ein bisschen Beleuchtung hier eigentlich einbauen. Oh, da unten, da werden gerade wieder Drohnen beschädigt. Ja, da müssen wir dann da auch noch halt irgendwie absichern alles. Aber es wurde schon mal keine zerstört, das ist schon mal etwas. Oh, schon wieder da unten, ne? Das ist gar nicht gut. Die werden ja mal wieder von den Drohnenhangar noch wieder repariert, eigentlich, glaube ich. In der Reparatur-Kits drin sind auf jeden Fall. Bin mir schon ziemlich sicher. Okay. Also gut, dann sind das hier mal wohl, so wie es aussieht, vier Dinger. Ich gucke mal, ob das auf der Karte so aussieht wie vier. Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie vier. Ist jetzt halt nicht so viel. Könnte auf jeden Fall mehr sein, aber gut. Ich will mich jetzt mal nicht beschweren hier, ne? Ich muss mal hier noch mal ein bisschen abbrechen, weil ich brauche mal. Erstmal mache ich jetzt mal Rohre. Erstmal gebe ich mir nur ganz normale Rohre in Auftrag. Und dann gebe ich jetzt hier mal nochmal schnelle unterirdische Rohre in Auftrag. Okay. Die Dinger breche ich jetzt nochmal einfach mal ab. Und dann sollte ich auf jeden Fall mal genug Rohre zusammenbekommen. Das lege ich mir hier unten mal mit noch ab. Okay.
Dann, let's do this, würde ich mal sagen, ne? Okay, hier auf jeden Fall eins hin, da auf jeden Fall eins hin, dann hier das Ganze anbinden. Gut, könnte besser sein, gebe ich zu. Was wir auch nochmal probieren können, ist nochmal mit, am besten mit Modulstationen zu arbeiten. Um dann nochmal unsere existierenden Ölquellen vielleicht ein bisschen schneller zu machen. Wird wahrscheinlich zwar nicht so einen riesen Unterschied mehr machen, aber es kommt gerade wieder mal auf alles an, ne? Weil wir natürlich es immer erst so mehr merken, wenn es zu 10 Folgen zu spät ist, nur Minimum. Okay. Ja, die unterirdischen Rohre reichen, glaube ich, nicht ganz. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt hier so schnell ja bei den unterirdischen Rohren sind vom Crafting her. Warum ist es so scheiße? Der benutzt halt immer wieder dann die normalen Rohre, ne? Ah, da komme ich ja natürlich jetzt gar nicht mehr ran an das Eisen. Das lässt sich einfach da scheiße liegen. Ist mir fucking egal. Als ob wir jetzt das Eisen so nötig hätten, ne? Sorry, aber da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Da sind wir also wieder an dem Punkt angekommen, wo wir einfach nur noch Rohre bauen können. Und jetzt bräuchten wir normale Rohre. Das ist, naja, manchmal ist es nützlich, dass der natürlich die Sachen benutzt, die man schon hat, aber manchmal ist es doch einfach nur fucking nervig. So. Kommt hier einfach mit, wenn ihr meckert. Ist mir Scheibenkleister scheißegal. Ich hab's doch nicht geschafft, das ist halt das Problem. Aber wir sind auf dem guten Weg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir brauchen halt jetzt wieder eigentlich schon wieder schneller die Rohre, als wir sie eigentlich kriegen. Und dann kommen wir immer in so einen Takt rein, wo wir nicht perfekt setzen können. Da kommen wir noch durch, gut. Oh, hier kommt der noch mal hier. Oh nee, jetzt da drüben. Scheiße. Was setzt sie daran kaputt überhaupt? Ja, wahrscheinlich schon wieder repariert. Ne? Ich kenne ja unsere Roboter. Effizient und haben keinen Humor, genauso wie die Deutschen. Ja. Frage ist nur, wo wir jetzt hier waren. Hier waren wir, okay. Jetzt darf ich wieder erstmal das abbrechen. Gut, jetzt haben wir auch ein paar wieder solcher. Jetzt checke ich erstmal, wo wir überhaupt eigentlich hier rauskommen wollen. Und hangel mich von der anderen Seite quasi ran. Ja, gut, das hier wird jetzt einmal unterbunden. Das ist ja hier bei Ertrag 10 und Prozent nur noch. Und produziert ist auch nicht mehr so schön. Das ist ja eine der ersten Ölquellen noch gewesen. Die jetzt quasi schon mehrere Stunden gelaufen ist. Also mehrere Spielstunden, mehrere. Bestimmt schon so 20 Stunden oder sowas. Aber kann man mal machen. Mal gucken, ob ich jetzt hier durchkomme. So einfach. Nee, das wird nichts, das sehe ich gleich. Ja, da fast gleich. So. Jetzt komme ich dann noch mal von der anderen Seite hier an, weil wir haben ja gleich connected quasi. Naja, aber die Folge auch geschafft, gleich, wenn wir connected haben.
Ja, dann haben wir es geschafft, wenn wir es connected haben. Dann dürft ihr quasi gehen. Waren wir heute halt mal wieder eine kleine, ein bisschen länger als sonst, aber dann dürft ihr sicherlich auch mal wieder mal früher gehen dann. Okay. Jetzt natürlich dann hier unten noch rum. Okay. Zack, zack. Hier 0 Euro Öl, da 10 Rohöl und jetzt bam, 5 Rohöl. Ich liebe es, wenn Mathe so einfach ist. Gut, die Tanks füllen sich wahrscheinlich nicht auf, aber die Dinger laufen schon alle durch. Oh, nee, nicht wirklich. Aber die laufen schon mal durchgängig, das ist schon mal ganz gut. Ich habe natürlich nicht davor geguckt, ob die davor durchgängig gelaufen sind, aber naja, ich gehe mal einfach stark davon aus. Ah ja, Stahl staut sich jetzt schon richtig geil zurück. Das gefällt mir ganz gut. Weil da wird es gleich schon mal wieder ein bisschen weniger Eisen verbraucht auch. Auch wenn hier natürlich der Eisenrohr. Muss ja auch so sein, hier wird ja gerade die ganze Zeit auch hier Flaschen produziert auf Anschlag. Wow. Jo, also Puffer. Wäre ja ganz gut gefüllt, außer der hier, der läuft gar nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, woran das liegt. Und wahrscheinlich fängt das mit B an und hört mit Atarin auf. Ich war so verdammt right. Gut, also. Ich werde nochmal ganz kurz ein bisschen Eisen los, weil ich habe ein bisschen viel davon im Inventar gerade. Nächster Step ist jetzt erstmal wieder ein bisschen was loswerden. Erstmal setze ich mir noch ein paar Bauroboter. Ich habe keine Ahnung, ob ich die hier habe. Eigentlich können wir das auch mal loswerden. Das können wir loswerden. Das können wir loswerden. Ja, hier die Module behalte ich jetzt mal noch. Die Pumpen brauche ich auch nicht mehr. Ja, hier gibt es auch noch so ein bisschen Zeug, was ich nicht mehr brauche. Die Dinger hier, die brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Die waren ja mehr oder weniger ein kleiner Fehlgriff, erstmal so, aber irgendwann werden wir sie vielleicht nochmal benötigen, wer weiß. Ja, kommt mal nochmal eine Drohne vorbei oder wie sieht's jetzt hier aus? So, ich stelle jetzt auch nochmal ein paar mehr Lagerkisten, glaube ich, auf, weil ich habe ein bisschen Angst, dass das mal überläuft. So, ich stelle die mal hier auch mit zu den restlichen Kisten mehr in die Nähe. So, hier hin. Perfekt, haben wir mal wieder ordentlich Platz zum Lagern. Gut, aber ich denke mal, das soll es gewesen sein für diese Folge. Bis zur nächsten. Macht es gut. Stay tuned.